Rheologie ist die Wissenschaft vom Fließen der Materie. Professor Willenbacher zeigt bei der KIT Kinderuni, wie sich Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase verhalten. Wenn sich etwas kneten lässt, ist es fest. Oder doch nicht? Die Kinder dürfen selbst experimentieren. Ob etwas flüssig oder fest ist, hängt oft von der Temperatur ab. Das Fließverhalten von Honig ändert sich, wenn er erhitzt wird. Und warum braucht Ketchup so lange, um aus der Flasche zu kommen? Er fließt anders, wenn man auf die Flasche klopft. Auch hier ändert also ein äußerer Umstand, nämlich Druck, sein Verhalten. Wasser tut ungewöhnliche Dinge, wenn ein bestimmtes Pulver hinzugefügt wird. Es wird elastisch. Wie zähflüssig eine Flüssigkeit ist, kann man ganz einfach mit einem Golfball und einer Stoppuhr messen. Die Kinder verwandeln sich in kleine Wissenschaftler. In vielen Produkten sind Polymere enthalten. Mit ihnen kann man die Fließeigenschaften von Lebensmitteln oder Kosmetik beeinflussen. Ein Polymermolekül besteht aus vielen tausend Bausteinen. An einem Modell sehen die Kinder, wie es aufgebaut ist. Überraschend ist, Flüssigkeiten können sogar ein Gedächtnis haben. Ein Versuch mit verschiedenen Farben zeigt, die Kleckse haben nicht vergessen, wo sie sich befanden. Wasserläufer sind Insekten, die über Wasser laufen können. Wenn man Wasser leicht verändert, können Menschen das auch. Die kleinen Studenten wollen es unbedingt ausprobieren. Also mit Flüssigkeit, ob es läuft oder nicht, hat wer glaubt das Thema? Ja, ob es verfestigt ist. Ob halt die Sachen fließen oder ob sie fest sind. Ob Feststoffe oder fließende Sachen sind. Verschiedene Beispiele, Ketchup oder Öle. Oder wie schnell zum Beispiel ein Minigolfball durch Wasser und durch Öl. Dass halt das Öl viel zäher ist und deswegen das länger braucht bis unten. Also das, wie er schon gesagt hat, mit dem Minigolfball. Jetzt durften ein paar Kinder auch durch so Wasser laufen. Dann noch also mit Ketchup und Honig und Wasser, ganz viele halt. So mit dem Rühren, wo es dann so hochgelaufen ist und einmal runter und den Strudel gebildet hat. Und mit Gas, mit Flüssigkeit und mit dem Festen. Also mein Fachgebiet ist die Rheologie, die Lehre vom Fließverhalten der Materie. Ja, man muss auf die Mathematik verzichten, man muss sehr anschaulich sein, man muss greifbare Beispiele haben, man muss das, was wir mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnehmen können, eben wahrnehmbar machen durch geeignete Bilder und Modelle. Das ist die Aufgabe.